Hallo, liebe Zuschauerin. Hallo, lieber Zuschauer. Willkommen zur Sendung 423. Bei der Agentur für Nichtarbeit. Es folgt die Übersicht. Zuerst was von Kapfen. Und zwar sollte ja der Schokoladen geräumt werden, was jetzt zum Glück nicht der Fall ist. Aber trotzdem gibt es natürlich entsprechende Demonstrationen und so zum Beispiel auch eine zum Vermieter des Schokoladens. Als zweites was von Campact. Ja, frisch schon heute eine Campact-Anti-Atom-Aktion vor dem Umweltministerium. Danach war der Rolf in Stuttgart. Ja, letzte Woche richtig ging was los. Nicht nur Kundgebung, sondern auch große Demo mit viel Polizeistress. Dann die war bei Occupy. Ja, Occupy, da gibt es was von der Süddeutschen Zeitung und wir haben da einen kleinen Beitrag gemacht. Und da war der Andi noch bei Soundstrike? Soundstrike ist nur ein Termin. Okay, und zum Schluss kommt noch ein Musikvideo, was ich gemacht habe. Und das war die Übersicht. Da kommt gleich der erste Beitrag von Karpfen, die war bei einer Schokoladendemo. Das sollte ja geräumt werden und jetzt erstmal nicht. Ja, und zwar war diese Demo am Samstag vor einer Woche für euch. Und zwar auch nicht in Berlin, sondern in Potsdam-Babelsberg, da wo nämlich der Vermieter, der Herr Friedrich, wohnt. Der hat dort ein riesen, gigantisches Anwesen. Also es ist Wahnsinn, was der sich da als Fliesenleger leisten kann. Mal höre und staune. Also für mich waren die Parallelen zur Köpi ziemlich eindeutig, muss ich sagen. Aber wie gesagt, Schokoladen ist erstmal nicht geräumt, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Deshalb natürlich wird weiter protestiert und demonstriert. Band ab. Der gut überlegen wollte, ob er sein sogenanntes Eigentum, nämlich die Ackerstraße 169 und das Mietschild, tatsächlich räumen lässt. Wir vertrauen auch nicht den derzeitigen Verhandlungen, die erstmal halt mit Ergebnisoffenheit bis zum 31. März ausgesetzt wurden. Für uns ist die Sache erst gegessen, wenn das alternative Kulturprojekt in der Ackerstraße, was er räumen lassen möchte, wenn es gesichert ist, erst dann werden wir vorgehen. Und sollte es der Fall sein, dass er tatsächlich räumen lässt, dann werden wir hier in Potsdam-Babelsberg auch wir werden im Ruhe Ordnung und Praxisveranstalten. Ja. Wir werden, auch wenn das natürlich im Zentrum von Berlin liegt, einfach aus der Spritz-Klasse-Gründen ein Partizentrum für Hedonismus und Selbstverblödung durch Drogen machen. Und da wird er gut auf der Welt gucken. Ja, und wir hoffen halt, dass wir die anderen das Nachbarn und Markus Friedrich. Wir sind heute hier, um für den Schokoladen in Berlin-Mitte zu demonstrieren. Wir wissen, dass ihr hier schön ruhig wohnt, dass ihr mit Armut, mit Subkultur, mit dem Pöbel oder vielleicht auch irgendwelchen Leuten, die einfach im Schokoladen nur mal ein Bier trinken gehen am Abend, so gut wie gar nichts zu tun habt. Ihr habt euch hier schön eingenistet. Ganz ehrlich, würden wir auch gern machen, wenn wir die Kohle dafür hätten. Wir finden es scheiße unsozial. Wir finden es komplett unverständlich. So, was ihr vorhabt mit dem Schokoladen? Für kommende Woche hat Markus Friedrich die Räumung des Schokoladens ursprünglich angesetzt. Die wurde am Freitag ausgesetzt. Wir können sagen, dass wir diesem Frieden nicht trauen. Es gab seit 2005 genügend Verhandlungen mit dem Schokoladen, um den Schokoladen, mit Politikerinnen. Die meisten haben halt nichts gebracht. In der Regel haben diese ganzen Verhandlungen immer am Verhandlungstisch stattgefunden. Das haben Verhandlungen nur mal so an sich.
aber das Level, was ihr jetzt betreten habt, ja, dieses Level hat einfach Leute auf den Plan gerufen, die ihr nicht kontrollieren könnt, denen ihr keine Post schreiben könnt, die sich mit euch nicht an einen Verhandlungstisch setzen. Das heißt, ihr habt hier mit Leuten zu tun, die wenig Kohle haben, Leute, die teilweise keine Wohnung haben. Ja? Leute, die nichts zu verlieren haben. Und Leute, die sich so ein Haus wie ihr es habt, noch nicht mal leisten können. Also Leute, die tatsächlich bei Aldi einkaufen gehen. Leute, die euch vielleicht gar nicht vorstellen könnt. Wer ist dieser Aldi? Ich war noch nie da gewesen. Kein Vergeben, kein Vergessen, auf Vermieter, auf Vermessen. Viva la Lancia! Ja, der nächste Beitrag, das handelt von Campback, da war der Rolf gewesen. Also ich nicht, mein Freund Hanu hat gefilmt. So. Es war eine Aktion von Campback, eine Anti-Atom-Aktion, wo es darum ging, sozusagen endlich vernünftige Endlagersuche nach in Berlin vom Umweltbundesministerium, um endlich nach 15 Standards eine Endlagersuche fürs Atommüllproblem durchzuführen und auch klarzumachen, sozusagen, dass Moorsleben, Asse und Gorleben überhaupt nicht eingegangen sind für Endlager, weil es sind undicht ist und wegen anderer geologischer Risiken. Aber sieht selber, Band ab. Wir sind also gut dran. Wir haben ja schon die Asse, die hält ja schon wunderbar dicht. Und wir planen natürlich weitere Endlagerstandorte wie Gorleben. Und die testen wir natürlich auch schon durch und prüfen das. Wie Sie sehen, ist alles in bester Ordnung. Wir stellen uns diese Problematik. Wir wollen das nicht den kommenden Generationen überlassen. Ja, manchmal ist etwas undicht, aber wir sammeln das alles wieder ein. Finden Sie ruhig mehr. Wir entsorgen unseren Atommüll. Wir stellen uns der Verantwortung. Wir haben hier alles im Griff. Falls ein Lager mal undicht sein sollte, wie, das muss ich ja zugeben, die Asche, dann haben wir eine andere Lösung. Und das sehen Sie hier. Wir sammeln den Atommüll ein und bringen ihn in unser neues Lager. Ja, noch mehr, dann ist sicher, da kann noch viel mehr rein. Oh, aber der Laufzeitverlängerung hier. Mal einlagern hier. Ja! Ja! Euch, warum wir hier eigentlich stehen, und das ist nicht daran, dass jetzt um 13 Uhr sich die Bundesländer zusammensetzen nochmal, um die Endlagerfrage im Zettelchen zu diskutieren. Und da eben Gorleben mit auf dem Tisch ist und wir sind der Meinung, dass Gorleben raus aus dem Topf muss, dass Gorleben nicht verwirklicht werden darf, weil es nur durch Glück und Betrug überhaupt noch als angeblich geeignet Topf bleiben soll. Und das kann man nicht akzeptieren, wenn man Endlager suchen will und das angeblich Ergebnis offen, dann kann es Gorleben nicht sein und es muss gleich raus aus dem Topf. Und darum stehen wir hier, Druck auf zu machen, auch auf die Entscheider, Entscheiderinnen, damit Gorleben eben nicht zum Endlager wird. Wir hatten eigentlich gedacht, dass es 100.000 Jahre dicht. Nach 30 Jahren mussten wir leider auch öffentlich bekannt geben. Wir wussten es schon ein bisschen früher, dass da doch die Atomsuppe schon mit rumschwimmt. Und dafür müssen wir eine gesamte Lösung finden. Wir wollen den Atommüll aus der Asse herausholen. Entweder leckt er sowieso raus oder wir holen ihn raus. Aber wir haben andere Lösungen, Sie sehen das. Und die sind natürlich viel, viel besser. Die werden 100.000 Jahre halten. Die gleichen Gutachter, die im Asse als sicher erklärt haben, auf ewige Zeiten, ja, die haben auch Vorleben, sind als sicher erklärt. Kann man nicht mehr dazu geben. Früher wollten wir, dass gar nichts mehr an den Energie rauskommt in den 100.000 Jahren. Und das haben wir jetzt als unrealistisch angesehen und einfach mal gesagt, ach, da kann ruhig was nach oben kommen. Jeder Tausendste einer Generation, die dann im Umfeld lebt, der kann ruhig mal daran ernsthaft erkranken. Das müssen wir einfach in Kauf nehmen. Ja, hier ist das halt. Wir lösen das Problem und sind da sehr zuversichtlich. Und wenn wir eben mal die Grenzwerte ändern, dann, dann funktioniert das schon. Wir weiter natürlich, ne? Das Problem schon so, im Griff hat. Und aber es geht immer noch weiter, leider.
Immer sind 18 Atomkraftwerke am letzten und die dritte Forderung hier, also als Verbundbewegung, ist natürlich, die sofort vom Netz zu nehmen. Erst dann kann man wirklich sinnvoll über Atommüll, Lagerung dauerhaft reden. Bitte zurückbleiben, weil der Sicherheitsvorne, wir isolieren das Problem zu notwendig. Wenn wir hier in Niedersachsen das Problem zur Sperrzone erklärt, ja, vielleicht ein Schiff von 20 Euro auch noch, und dann haben wir das trotzdem erklärt. Also bitte hier in dieser Sicherheitsvorne bleiben und nicht wieder Tunnel, das Tunnel frei verteilen. Das wollen wir dann ja doch nicht. Wir wollen es ein bisschen einsetzen, das Problem. Ja, damit, herrlich. Und der nächste Beitrag ist wieder von Rolf, der war mal wieder in Stuttgart gewesen. Ja, richtig, am 18. da gab es eine größere Kundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz mit mehreren großen Kundgebungen, 5000 Leute so eigentlich gewesen sein, mit mehreren Rednern. Und anschließend gab es eine große Demo durch Stuttgarter Innenstadt. Eigentlich sollte die Demo ja am Hauptbahnhof enden, allerdings hat sich das etwas geändert. Die Demo endete dann plötzlich ohne Wissen der Polizei am Gerhard-Platz. Und dann gab es kleine Besetzungen der dortigen Grünfläche und die Polizeireiter mussten leider sich zurückziehen. Also war eine richtig interessante Aktion. Und am nächsten Tag brannten irgendwelche die Rohre. Angeblich sollen es die 21 Gegner gewesen sein. Aber gut, seht selber. Band ab. Euch selbst haltet ihr für einzig kompetent und träumt von eurem Alter Ego als Clark Kent. Fragt sich nur, wieso das ganze Volk auf Demos rennt. Für Moral und Ethik gibt es keinen Cent, wenn ihr da mal nicht die Situation verkennt. Denn die Basis brodelt und die Straße brennt, aber das Leben bestraft den, der die Entwicklung verpennt. So als gäbe es kein Zurück, lauft ihr los mit Tunnelblick und die Maschine macht noch Klick und wir müssen hinterher. Technokraten, Politik, Experten aus der ganzen Republik lachen über euch und finden es gar nicht schick. Ich sage euch nur eins, wir werden trotzdem oben bleiben und jetzt alle! Winfried Kretschmann, liebe Grüne in der Landesregierung. Wir haben oft mit euch zusammen hier gestanden, mit euch gegen Stuttgart 21 gekämpft, auf dem Schlossplatz, vor dem Bahnhof am Nordflügel im Schlosspark. Und immer war uns allen unausgesprochen klar, dass es um mehr geht, als um das Verhindern des sinnlosen Projekts Stuttgart 21. Es ging uns um eine verantwortungsvolle soziale, politische und ökonomische Gestaltung von Zukunft, um die Vision einer anderen Politikausübung, um eine andere Sicht auf Gesellschaft, die sich nicht ausschließlich an Materiellem orientiert. Wir wollten gemeinsam die Strukturen unserer repräsentativen Demokratie verändern und es ging uns konkret um das zukünftige Gesicht Stuttgarts, um einen neuen, fairen und intelligenten Politikstil. Und als wir, die Widerstandsbewegung gegen Stuttgart 21, die kritisch aktive Bürgerschaft dieser Stadt und dieses Landes, euch mit an die Macht gebracht haben, schien vielen unter uns ein wichtiger Schritt in eine veränderte Republik getan. Wir müssen nun erkennen, dass wir uns getäuscht haben. Seit Mittwochmorgen werden hinter Absperrzäunen mit Sichtschutz Stuttgarts alte Bäume gefällt. Die Verantwortlichen für dieses unnötige Zerstörungswerk sind immer wieder benannt worden. Und dass sie...
Und dass Sie, Winfried Kretschmann, nun in einer Reihe... Und dass Sie, Winfried Kretschmann, nun in einer Reihe mit Mappus, Grube, Ramsauer und anderen Technokraten gestellt werden, das ist folgerichtig und konsequent. Und das haben Sie sich selber zuzuschreiben. Die Bahn und die Bundesregierung wissen, dass mit Stuttgart 21 gegen Recht und Gesetz verstoßen wird. Sie wissen auch, dass das Projekt bereits aus technischen und baurechtlichen Gründen zu scheitern droht. Sie arbeiten mit der immer gleichen Taktik des Faktenschaffens weiter, Stuttgart 21 so weit voranzutreiben, dass ein Abbruch des Projekts kaum noch realisierbar ist, um die politische Bewegung gegen S21 zu brechen und ihre weitere Ausstrahlung auf viele vergleichbare Bewegungen im Land zu beenden. Deswegen wird gerade in diesem Moment der Schlosspark weiter zerstört. Liebe Freunde und Freundinnen, wir haben in dieser Woche unsere bisher vielleicht größte Niederlage erlitten. Das frustriert enorm, macht traurig und zieht viel Energie ab. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir stark genug sind, aus diesem Schmerz neue Kraft zu gewinnen, unsere Wut produktiv zu machen. Denn natürlich geht es immer darum, das Gesamtprojekt S21 zu beenden. Aber es gibt noch viele andere, ganz konkrete Gründe, weiter zu kämpfen. Die erste Hälfte der bedrohten Bäume ist gefallen, die zweite steht noch. Die Gefährdung der Mineralquellen kann noch verhindert werden. Eine mindestens zehnjährige Belastung durch Europas größte Baustelle im Herzen Stuttgarts kann noch abgewendet werden. Es geht darum, wer in Stuttgart Oberbürgermeister wird. Und es geht nach wie vor um das neue, das andere Stuttgart. Um die Wende hin zu einer emanzipierten Stadtkultur, in der die Bürger das Sagen haben und nicht die Wirtschafts- und Unternehmenseliten. Und für all das lohnt es sich weiterzuschreiten, mit Demonstrationen, mit Mahnwachen, mit alternativen Medien, mit all dem, was wir in den letzten Jahren geschaffen, mit all dem, wofür wir in ganz Deutschland und weltweit viel Akzeptanz und Bewunderung bekommen haben. Liebe Freunde und Freundinnen, Stuttgart 21 ist verkehrspolitisch falsch, Stuttgart 21 ist zerstörerisch, Stuttgart 21 ist gesetzeswidrig und deshalb wird Stuttgart 21 an sich selber und oder am Widerstand dagegen scheitern. Und dieser Widerstand wird weitergehen, so lange, bis wir dauerhaft oben bleiben. So, und diesmal war der Andi wieder bei Occupy gewesen. Nein, falsch. Heiner hat einen Beitrag über Occupy gemacht. Oh. Da geht es nämlich darum, dass verschiedene Zeitungen und sowas die Occupy als Gruppe bezeichnen und sowas alles. Und das haut ja nicht ganz hin, weil das ist ja, Occupy sind 99% und das sind wir ja alle. Genau. Und da habe ich einen kleinen Beitrag von 4 Minuten. Super, Band ab. It is illegal.
Goes out to the Freedom Road Socialist Organization. Arise, you workers from your slumbers. Arise, you prisoners of want. For reasons in revolt now thunders, and at last ends the age of Kant. Away with all your superstitions, servile masses, arise, arise. We'll change henceforth the old traditions, spurn the dust to win the prize. Also, comrades, come rally, and a last fight let us face. The Internationale unites the human race. Also, comrades, come rally, and a last fight let us face. The Internationale unites the human race. No more deluded by reaction, on tyrants only will make war. The soldiers too will take strike action, they'll break ranks, they'll fight no more. And if these cannibals keep trying to sacrifice us to their pride, they soon shall hear the bullets flying, we'll shoot the generals on our own side. Also, comrades, come rally, and a last fight let us face. The Internationale unites the human race. Also, comrades, come rally, and a last fight let us face. The Internationale unites the human race. No savior from on high delivers, no faith have we in prince or peer. Our own right hand of chains must shiver, chains of hatred, greed, and fear. Ere the thieves will outwit their booty and give you all a happier lot, each at the forge must do their duty and strike while the iron is hot. Also, comrades, come rally, and a last fight let us face. The Internationale unites the human race. Also, comrades, come rally, and a last fight let us face. The Internationale unites the human race. The Internationale unites the human race. Ja, Volker, du hast ein Musikvideo gemacht von einer italienischen Grindcore-Band. Ja, und zwar ist es, hat die Band ihre Musik unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Und da ich ja gerne Videos mache und mir die Musik gefallen hat, dachte ich mal, mache ich einfach mal ein Video zu dem Musikstück, was mir so gut gefällt. Und habe das dann auf YouTube gestellt und habe nichts zur Band gesagt. Die haben es auf alleine gefunden und waren voll begeistert, dass ich so ein schönes Video zu ihrer Musik gemacht habe. Das könnt ihr jetzt sehen. Band ab. Armed with knives, armed with chemical, biological, nuclear weapons. Fanatic terrorist, September 11th. September 11th, killer, September 11th. Terrorist, Al-Qaeda, terror, nuclear weapon, terror. 9-11, terror, terrorist, evil. September 11th, September 11th. Terrorism, war, and danger.
Das war die Sendung 423. Sie sahen die Agentur für Nichtarbeit? Wir hoffen, dir hat sie gefallen. Schau auch beim nächsten Mal wieder rein. Und dir eine schöne Woche. Tschüss.